Ist die Tech-Party jetzt vorbei und erleben wir so etwas wie einen schwarzen Freitag für Tech? Wir hatten gestern ja die Zahlen von Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Twitter und haben eigentlich viele ähnliche Reaktionen gesehen. Im Vorfeld sind die Aktien deutlich gestiegen, um dann meistens mit Ausnahme von Alphabet zu fallen. Alphabet deutlich gestiegen, weil die Zahlen wirklich gut waren, aber Twitter vorbörslich gestiegen, dann richtig abgestürzt. Und ähnliches gilt auch für Amazon und Facebook, allerdings nur leichte Verluste, obwohl bei beiden die Zahlen wirklich gut waren, dazu gleich mehr, aber vor allem das Schwergewicht Apple könnte heute für etwas Stirnrunzeln sorgen. Schauen wir uns die Geschichte doch mal an, was da der Fall ist. Normalerweise sind wir jetzt in einem sehr, sehr guten saisonalen Umfeld für die Aktienmärkte. Kurz vor der Wahl tendiert es gerne nach oben, weil man sich sagt, naja, egal wie die gewinnt, wer die Wahl gewinnt, so schlimm wird es nicht werden. Nicht wahr? Das wird sozusagen kein Problem. Dann kommt diese Saisonalität und alles ist schick. Dieses Jahr wird es schwieriger, weil erstens das Potenzial besteht, dass die Wahl angefochten wird, wir also dann sozusagen eine Schlammschlacht haben. Und zweitens, weil jetzt möglicherweise doch eine völlig andere Dynamik im Spiel ist. Also eigentlich normalerweise saisonal eine gute Zeit. Wir sehen das auch hier 2020 ähnlich wie in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen durchaus das Muster intakt ist, das wir vor den Wahlen gesehen haben. Aber jetzt haben wir eben diese Tech-Zahlen und die Frage ist, ist die Tech-Party vorbei? Hier sehen wir Apple, die vorbörslich, wie gesagt, deutlich im Plus waren, dann deutlich ins Minus gerutscht sind, zwischenzeitlich über 5%, hat sich dann noch etwas verbessern können. Aber oben sehen wir das eigentliche Problem, nämlich die iPhone-Verkäufe. Die haben im Jahr 2017 ihr Top erreicht und seitdem geht es tendenziell nach unten. Es ist also alles andere als ein Wachstumsbereich, muss man sagen. Apple kann das kompensieren eben durch diese Dienstleistungen, die man anbietet, Apple Store etc. etc. Da ist sozusagen ein gewisses Wachstum erkennbar, aber das Problem ist, dass sozusagen das iPhone das Eingangstor zu allem ist, was Apple dann sozusagen auch im Dienstleistungsbereich verdient, denn ohne iPhone wird eben auch eine bestimmte Dienstleistung nicht abgerufen. Wir sehen, dass die iPads und Macs nach wie vor im Grunde keine große Rolle spielen. Das große Problem für Apple ist das Thema China. In Greater China hat man fast 26% verloren. Sonst gewonnen, vor allem Rest of Asia, Europa gewonnen, Americas gewonnen, Japan nur ganz leicht gewonnen. Aber das sagt eins, dass im Grunde Apple in China fertig hat, dass die Chinesen kaum mehr iPhones kaufen werden. Das ist politisch inopportun, das ist gesellschaftlich inopportun, nachdem eben die USA so gegen Huawei vorgegangen sind, überhaupt versuchen, den Technologiesektor in China nach unten zu drücken, in Konkurrenz sozusagen sich zu sehen und versuchen, die Opponenten nach unten zu drücken. Und das erwidern die Chinesen und sagen, ja gut, dann kaufen wir halt eben keine iPhones mehr. Und das ist das große Problem, denn Greater China ist der zweitgrößte Markt für China. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, dann wird es dicke kommen. Jetzt sehen wir hier mal Price-to-Sales-Ratio bei Apple, also Aktienpreis zu Umsatz. Da sind wir leicht gestiegen, während das Umsatzwachstum praktisch nicht vorhanden ist. Wir schlingern immer so rum 60 bis 65 Milliarden Dollar sozusagen als Umsatz. Und da stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage nach Bewertungen, nach den Perspektiven. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, noch vor 7 Jahren war ExxonMobil die wertvollste Firma der Welt. Und gestern ist Folgendes passiert. Gestern wurde Exxon eingeholt von Zoom, überholt von Zoom, diese Firma, die ja besonders jetzt in der Corona-Zeit profitieren hat können. Das heißt, Zoom ist schon mehr wert als Exxon, die einst die wertvollste Firma waren. Und meine Prognose ist, bei Apple wird das nicht mehr so lange dauern, bis sozusagen irgendeine Firma, die vor 1-2 Jahren noch niemand kannte, Apple überholen wird, weil das sozusagen ein Dino ist, der letztendlich ein ziemlich konventionelles Unternehmen geworden ist. Da ist technologisch nicht mehr wirklich etwas komplett Neues erkennbar. Man macht seine Sache sehr gut, man verdient gutes Geld, gar keine Frage, aber man ist nach meiner Auffassung nicht berechtigterweise das wertvollste Unternehmen der Welt, nämlich Apple. Wenn wir uns jetzt nochmal Zoom und Exxon anschauen, dann sehen wir, dass Zoom hat einen Umsatz von 1,34 Milliarden, Exxon 214 Milliarden, also
weit, weit mehr als das Hundertfache. 75.000 Angestellte hat Exxon, dagegen Zoom nur 3.400. Marktkapitalisierung aber von Zoom jetzt höher. Jetzt hat gestern Exxon gesagt, ja, wir werden 15% unserer Belegschaft rausschmeißen im Laufe der nächsten 2 Jahre. Aber die Dividende, die werden wir halten. Das heißt, das ist scheinbar das Signal, wir schmeißen Leute raus, damit wir die Dividende noch bezahlen können. Fatal nach meiner Auffassung, aber ein Signal an die Kreditgeber. Seht hier, wir sind in der Lage, die Dividende noch auszubezahlen. Das ist der Kapitalismus in der heutigen Form. Dann hatten wir Zahlen gehabt von die Facebook, die waren stark, die waren wirklich gut. Allerdings muss man eben sehen, dass da praktisch das Unternehmen keine Steuern gezahlt hat. 4% war die Steuerlast. Das erklärt so ein bisschen, was auch in den USA los ist, auch unter Trump. Man hat die Unternehmenssteuer nach unten gebracht. Jetzt kann man sozusagen sich da wunderbar am Staat vorbei entwickeln. Das bedeutet, dass dann die anderen die Steuerlast zahlen müssen, nämlich die Konsumenten, die auf einer Rekordverschuldung sitzen. Die Aktie dennoch leicht im Minus gestern, weil eben zunächst deutlich ein Plus, 5%, aber im Statement sprach man dann auch davon, dass es Unsicherheiten gibt, dass da Gefahren lauern, unter anderem regulatorische Gefahren, dazu gleich mehr. Und wir hatten die Zahlen von Amazon, auch die waren wirklich außerordentlich gut, also das war schon wirklich richtig gut, aber Profit Margins in Sachen Cloud-Geschäft bei Amazon Web Services, so ein bisschen das Problem. Naja, eigentlich nicht wirklich viele Probleme, es ist auffallend, dass sozusagen die besten Zahlen der Welt nicht mehr reichen, um eine Aktie nach oben zu bringen. Und was nicht nach oben tendiert, tendiert dann dazu zu fallen. So lehrt es mich die jüngste Börsengeschichte der letzten 753 Jahre. Dementsprechend ist das eben ein gewisses Warnzeichen. Aber warum steigen wir nicht mehr? Schlichtweg, weil wir schon so teuer sind, dass es praktisch extrem magischer Zahlen bedarf, damit das überhaupt noch zu rechtfertigen ist, wie Julien Bittel hier zeigt. Wir sind extrem teuer, wir sind 14% über der Marketkapitalisierung zu BIP-Ratio. Also wir sind faktisch da nicht gerade günstig, wir sind in der hundertsten Perzentile, also ganz, ganz oben, was Bewertungen betrifft der letzten 70 Jahre. Man braucht sich also nicht wundern, dass sozusagen die beste aller Welten in Tech bereits eingepreist ist und dann kommen die besten aller Zahlen und es geht nicht mehr nach oben, weil sich eben jetzt die Frage nach der Zukunft stellt, was wird jetzt dann kommen? Und was dann kommen wird, das ist möglicherweise diese Dame, nämlich Elizabeth Warren, wenn Biden die Wahl gewinnt. Ich konnte gestern dazu ein paar Takte sagen, warum ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit gut ist, dass Biden diese Wahl gewinnt, dann dürfte es eine Finanzministerin geben, Elizabeth Warren. Und die ist gegenüber diesen großen Tech-Konzernen bekanntermaßen sehr kritisch, will sie aufspalten, will sozusagen ihre Monopolstellung aufbrechen und möglicherweise ist es das, was sozusagen dazu führt, dass trotz sehr guter Zahlen vieler großer Tech-Player jetzt es nicht mehr nach oben geht. Und das zweite Risiko, was wir jetzt natürlich noch haben vor der Wahl, Contested Election, angefochtene Wahl. Bank of America sagt, 20% könnte es nach unten gehen. Hier sehen wir, wie solche Analysteneinschätzungen dann weitergegeben werden. Das ist also der Grund, warum wir wahrscheinlich jetzt vor der Wahl nicht wirklich eine massive Rallye sehen. Der zweite Grund sehen Sie hier, das sind die Corona-Zahlen aus Germania. Da haben wir 18.681, neues Hoch, das wir hier erreicht haben in Deutschland. Die letzten Tage 11.000, 14.000, 16.000, 18.000 kann man also immer so 2.000 bis 3.000 draufpacken. Dann sind wir jetzt also praktisch bei den 19.000, die Merkel ja angekündigt hatte. Und wir sehen, die Sache läuft auch in den USA nicht so richtig gut. Wir haben jetzt auch in den USA den höchsten Stand ever mit über 88.000 Fällen. Natürlich haben wir viele, viele Tests auch. Aber wir sehen, dass die Positivrate eben weiter nach oben geht. Und das ist eben jetzt auch für die US-Wahl entscheidend. It's the pandemic oder it's the economy. Derzeit ist es the pandemic. Und das, was wir jetzt haben mit partiellen Lockdowns oder mit differenzierten Lockdowns, wie Herr Söder gesagt hat, das haben die Amerikaner wahrscheinlich in 2 bis 3 Wochen. Wir können aus den vergangenen Monaten sehen, dass das, was zum Beispiel in Italien passiert, die Amerikaner 3 Wochen später normalerweise haben. Zumal da ja mit Vorsicht
Vorsichtsmaßnahmen angesichts des Mittleren Westens und des dortigen Mindsets nicht so wahnsinnig viel los ist. Wir sehen, dass die Hospitalisierungen steigen und wir dürften dann eben, wie Project Covid sagt, auch bald steigende Todeszahlen haben. Ja, Mittlerer Westen, das ist genau der Stichpunkt. Wir sehen hier 7-Day Average per Million Residents, also der 7-Tages-Durchschnitt auf 1 Million Einwohner. Es ist der Mittlere Westen, der hier steil nach oben geht. Da sind die meisten Infektionen. Wie gesagt, das liegt auch an Verhaltensweisen. Wir haben heute zum Beispiel, ist jetzt nicht Mittlerer Westen, aber Texas, El Paso, hat jetzt einen Lockdown gemacht für 2 Wochen. Das nur am Rande. Und abschließend, wir haben heute BIP-Zahlen aus in die Eurozone. Wir haben schon französisches BIP gesehen. 15% plus erwartet. 18,2% sind es geworden. Jetzt in Deutschland, nachdem wir 11,3% gefallen sind, im zweiten ein Wert von 7,3% plus erwartet. Lagarde hatte gestern schon gesagt, ja, das könnte auf der Oberseite überraschen. Nachtigall, ich höre dir Trapsen, es wird auch in Deutschland besser werden. Gleichwohl ist damit der Schaden nicht ausgeglichen, den wir da jetzt gesehen haben, und vor allem für die Märkte entscheidend, ja, was kommt in Zukunft? Und in der Zukunft sehen wir jetzt die Schäden durch den differenzierten Lockdown. Dementsprechend wird man sich hier die Zukunft anschauen, denn das ist bereits die Vergangenheit. Donald Trump hat sich nochmal per Twitter aufgeregt. Ja, die Fake News Medien, die sagen ja nicht, dass wir gestern das beste Quartal aller Zeiten haben. Richtig, hattet ihr, aber man muss es eben einordnen, das hatte ich gestern gemacht, dass wir nach wie vor eine deutlich geringere Wirtschaftsleistung in den USA haben als vor der Corona-Krise. Also, das ist die Situation, das ist the Situation, das ist jetzt der Stand der Dinge. Black Friday, ja oder nein, erholen wir uns? Wir hatten vor 4 Jahren auch am Freitag auf Kassa-Basis an der Wall Street eine Tief, dann ging es nach oben. Die Europäer waren damals panisch, als Donald Trump gewählt wurde. Jetzt wissen wir zu Recht, nicht wahr, aber die Aktienkurse sind dennoch weiter gestiegen. Jedenfalls könnte es durchaus jetzt dieses saisonale Muster geben. Oder, und das ist jetzt die große Frage, wird jetzt weiter abverkauft? Sind da viele Leute auf dem falschen Fuß erwischt worden? Ist der Hochpunkt für Tech vorbei? Weil jetzt möglicherweise eben diese Tech-Firmen ihre Monopolstellung werden praktisch zerbrechen sehen. Das ist die ganz, ganz große Frage. Oder wie ein Kollege von mir, ein Berliner, mal gesagt hat, oder es war sogar ein Brandenburger, aber in der Nähe von Berlin geboren, der hat gesagt, weiß ich, wenn ich ihn gefragt habe, was meinst du? Weiß ich, für diejenigen, die vielleicht aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz kommen, heißt, weiß ich nicht, weiß ich, und ich weiß es nicht. Dementsprechend wünsche ich jetzt das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns dann heute Abend zum Marktgeflüster. Würde mir persönlich richtig freuen, muss ich sagen. Also, machen Sie das Beste. Servus und ciao.